Alles, was du tun musst, ist einfach so zu sein, wie du sein willst. Wie willst du sein? Das ist alles. Es ist so einfach. Aber es ist auch so weit weg, nicht wahr? Isn't it? Is that simple? Es ist so simpel. Letztendlich möchtest du fröhlich sein. Sei einfach so. Wer hält dich davon ab? Nein, nein, sie tun das. Schau, jetzt willst du nicht, dass sie tun, was sie tun wollen. Aber du willst tun, was du tun willst. Das ist ein Problem. Wenn du tun willst, was du tun willst, musst du auch damit einverstanden sein, dass jeder tut, was er tun will. Das ist der einzige Weg, denn die Freiheit ist ein zweiseitiger Strom, nicht wahr? Ja. Also, quält dich jemand körperlich? Wenn das so ist, komm, wir bringen dich weg. Denn dann musst du beschützt werden. Niemand foltert dich körperlich. Sie tun nur, was sie tun wollen. Sie sagen, was sie sagen wollen. Oder sie sagen nur, was sie wissen, nicht wahr? Also, wer verursacht das Durcheinander in dir? Du selbst. Denn irgendwo glaubst du, dass wenn du wütend wirst, wenn du unglücklich wirst, es sich vielleicht auszahlt. Und manchmal tut es das. Wenn es weitere unglückliche Menschen um dich herum gibt, die dein Elend zu schätzen wissen, zahlt es sich aus, nicht wahr? Ja. Wenn du dich im Haus unglücklich verhältst, bekommst du viele Dinge. Wenn du fröhlich bist, bekommst du vielleicht keine. Ist es nicht so? Du hast also den Trick gelernt. Aber du musst verstehen, dass der Trick zweischneidig ist. Wenn du unglücklich bist, ganz egal, was du bekommst, bedeutet es dir nichts. Wenn du fröhlich bist, bekommst du nichts, also wen kümmert es? Das ist also nicht nur dein Trick. Alle um dich herum haben diesen Trick schon immer angewandt. Und du dachtest, das sei der Weg. Aber was ist es, das du willst? Willst du fröhlich oder unglücklich sein? Also sei einfach so, wie du sein willst. Wird dadurch jemand verletzt? Wird dadurch jemand verletzt? Nein. Jetzt will ich rauchen. Wenn ich es tue, dann wird das jetzt jemanden stören. Ich möchte einfach nur glücklich sein. Tut das irgendjemand etwas zuleide? Is it, I'm asking? Tut es das, frage ich. Also sei so, wie du sein willst. Wer hält dich davon ab? Du kannst nicht immer tun, was immer du tun willst. Aber du kannst so sein, wie du sein willst, nicht wahr? Ja? Kann dich irgendjemand abhalten? Andere müssen nicht mal wissen, dass du fröhlich bist. Wenn sie ein unglückliches Gesicht mögen, dann gib es ihnen. Wenn sie unglückliche Gesichter mögen, gib es ihnen. Aber du kannst immer noch fröhlich sein, nicht wahr? Wir machen jetzt ein Experiment, okay? Im Moment sehen viele Gesichter fröhlich aus. Ich möchte, dass ihr die gleiche Freude bewahrt und unglücklich aussieht. Tut es jetzt. Tu es jetzt, lass mich sehen. Ihr lächelt mich nicht an. Zeigt mir ein unglückliches Gesicht, während ihr innerlich fröhlich seid. Ihr müsst üben. Bitte tut es. Denn das wird in eurem Zuhause gebraucht werden. Wenn ihr die ganze Zeit ha-ha-ha macht, dann werden sie verrückt. Manchmal erwarten sie ein unglückliches Gesicht. Was ist so spirituell an dir, dieses ganze verdammte Yoga, hi-hi-hi-hi und so weiter? What's the problem? Wo liegt das Problem? Handlung sollte so sein, wie es die Situation erfordert. Habe ich nicht die ganze Zeit darauf bestanden? Aber sagt mir, was ist zuerst? Eure Art zu sein ist zuerst oder die Handlung ist zuerst? Was kommt zuerst? Eure Art zu sein. Also wenn ihr sagt, ich will fröhlich sein, dann etabliert das. Handeln, wie es die Situation verlangt. Manche Menschen mögen das Elend, manche mögen das Lachen, manche das Weinen. Tut es. Ich mache alles.
Bitte praktiziert Leben im Satsang, deshalb seid ihr hier. Begegnung mit der Wahrheit, wisst ihr? Das sollte hier geschehen, nicht nachdem ihr nach Hause geht. Was ich euch damit sage, ist, dass alles, was ihr tut, eigentlich ein Akt ist. Ist es nicht so? Entweder du tust es bewusst oder du tust es zwanghaft. Wenn du es zwanghaft tust, denkst du, dass es real ist, aber eigentlich ist es nur gespielt. Ist es nicht so? Alles wird in deinem Kopf ausgeheckt, nicht wahr? Was auch immer du tust. Also ist es ohnehin ein Akt. Also willst du es bewusst tun oder willst du es zwanghaft tun? Das ist die einzige Wahl. Also du tust es zwanghaft und denkst, es sei real. Das ist eine alberne Art zu existieren. Es ist ohnehin ein Akt. Tu es wenigstens bewusst. Dann wird das Leben schön sein. Wenn du es zwanghaft tust, sieht es aus wie eine Falle. Es ist keine Falle. Das Leben ist keine Falle, denn der Ausgang ist immer da, weit offen. Wide open. Yes or no? Ja oder nein? Ja oder nein? Das Leben ist keine Falle. Der Ausgang ist immer offen. Jeder versucht, dem Ausgang auszuweichen. No? Also, wenn der Ausgang geschlossen wäre, nur dann kann man von einer Falle sprechen, nicht wahr? Der Ausgang ist immer weit offen. Einen Moment, wenn du nicht aufpasst, wirst du tot sein. Der Ausgang ist weit offen. Dein ganzes Leben besteht darin, irgendwie nicht den Ausgang zu erreichen. Ist es nicht so? Also es ist keine Falle. Es ist nur so, dass wenn du denkst, dass deine Handlungen alle real sind, dann fühlt es sich wie eine Falle an. Was immer du denkst, fühlst und tust, ist dein Akt. Ist das nicht so? Ja oder nein? Wenn du nicht realisierst, dass es dein Akt ist, denkst du, dass es gottgegebene Anweisungen sind. Du wirst anfangen, Stimmen zu hören. Wenn du Stimmen hörst, ist es ganz klar, dass du eine Behandlung brauchst. Also, wenn du diesen hier fragst, der will so angenehm wie möglich sein, nicht wahr? Ja. Du willst den höchsten Zustand des Wohlbefindens erfahren, ist es nicht so? Also, wer hält dich davon ab? Nein, aber sie tun das. Sie tun, was ihnen gefällt. Sei du so, wie du sein willst. Wenn du deine Art zu sein etabliert hast, dann ist alles, was du tust, nur eine Frage der Situation. Je nachdem, welche Art von Situationen existieren, handeln wir entsprechend. Nein, nein, ich will meine eigenen Dinge tun. Es gibt kein eigenes Ding. Nein, ich möchte ein IT-Profi werden. So einen Mist gibt es nicht. Weil du heute in Indien geboren bist, denkst du an einen IT-Beruf. Angenommen, du wärst vor 1000 Jahren hier geboren. Dann würdest du darüber nachdenken, im Meer zu fischen, nicht wahr? Ja oder nein? Handeln entspricht dem, was die Situation erfordert und bietet, nicht wahr? Wie du bist, ist deine Sache. Wenn du dich entschieden hast, wie du sein willst, dann sei so und handle so, wie es notwendig ist.